Andreas. Herzlich willkommen in München. Moin, moin, Andreas. Ja, herzlichen Dank für deine Einladung. Gerne. Ihr habt ja wirklich mit dem Kufia e-tron ja ein wirklich fantastisches Auto im Markt eingeführt. Ich hatte ja schon erzählt, ich hatte das Vergnügen, das Fahrzeug selber schon testen zu dürfen. Und ich kann dir sagen, ich selber, meine Familie, aber vor allem die Nachbarn waren wirklich hellauf begeistert. Ja, er hat tatsächlich eine ganze Menge zu bieten. Freut mich, dass er dir und deinen Nachbarn gefallen hat. Tatsächlich merken wir auch jetzt in den Wochen nach Start-Vorverkauf, er gefällt auch den Kunden und der Presse sehr gut. Und das freut uns, weil wir haben wirklich ein tolles Paket hingestellt. Und wir beschreiben das ganz gerne mit der ABCD-Formel. Es hat Außenmaße eines A-SUV-Kompakten, der liegt so zwischen Q3 und Q5. Das ist das A. Wir haben B, ein Kofferraumvolumen von 520 Litern, also analog eines Q5, ist wirklich viel Platz im Kofferraum. Aber ganz besonders, und das macht halt die Plattform möglich, Elektrofahrzeuge, Innenraummaße eines C-SUVs, also bei uns Audi eines Q7s. Das Fahrzeug ist 16 mm im Innenraum länger und bietet genug Platz für zwei große Personen. Ich selbst habe 1,97 und könnte sowohl vorne als auch hinten gleichzeitig Platz nehmen. Und ja, das D sind die Ablageflächen. Wir haben in jeder Tür Platz für eine 1,5 Liter PET-Flasche. 4 Türen, 6 Liter. Ich glaube, da kann man eine lange Strecke fahren. Das ist mehr als in einem Q7 oder 8. Also wirklich D-Segment Ablageflächen. Das ist so ein bisschen die ABCD-Formel, kann man sich merken leicht. Aber das Fahrzeug bietet so viel. Wir haben erstmals ein neues Lenkraddesign mit zwei abgeflachten Kanten. Wir haben Augmented Reality Head-Up-Display erstmals und auch ganz anders interpretiert. Wir haben Matrix-LED mit 4 verschiedenen Tagfahrlichtsignaturen. Also wirklich ganz, ganz viele technische Themen hier reingebaut. Ein ganz tolles Auto. Aber das ist Produkt. Was sind eure Angebote von der Leasing dafür? Ja, wir haben mit euch gemeinsam eine tolle Leasing-Aktion konzipiert, sodass der Großkunde dieses Fahrzeug zu sehr günstigen Konditionen leasen kann. Und natürlich haben wir es auch mit Wartung, Verschleiß und Reifen kombiniert. Und ganz wichtig, unsere Charge-and-Fuel-Card, sodass der Kunde in insgesamt 220.000 Ladestationen das Fahrzeug jederzeit aufladen kann und damit immer mobil ist. Und Schnellladen ist ein gutes Thema. Also das Fahrzeug kann 125 kW schnell laden. Und das bedeutet, um das mal greifbar zu machen, in 20 Minuten lädt man ca. 230 Kilometer. Also auf dem Rastplatz einen Kaffee trinken, das ist definitiv sofort auch reichweitentauglich. Und in Summe bietet das Fahrzeug aber schon von vorne weg 520 Kilometer nach WLTP in der Version des Q4 e-tron 40. Und von daher, glaube ich, ein gutes, alltagstaugliches Paket auch in der Reichweite. Da kann man wirklich sagen, der Q4 e-tron ist ready fürs Großkundengeschäft. Das definitiv, aber mit ready sagst du was. Ihr macht ja noch mehr als Leasing-Angebote. Ja. Wir beraten unsere Kunden und das ganzheitlich. Zum einen setzen wir uns gemeinsam mit dem Kunden hin und schauen auf seine Fuhrpark-Policy, welche Fahrzeuge setzt er ein, ist das der richtige Mix? Aber wir gehen darüber weiter hinaus. Gemeinsam mit unseren Kollegen von der Konzerntochter Elli beraten wir den Kunden auch rund um die ganze Ladeinfrastruktur. Das heißt, der Kunde bekommt zu all seinen Themenstellungen die Antworten von uns geliefert. Das ist ein tolles Angebot, ich durfte das schon kennenlernen und ist auch wichtig. Ne? Also wir bringen zwar jetzt viele batterieelektrische Fahrzeuge, aber das Thema Laden ist genauso wichtig. Also jeder Unternehmer muss sich jetzt darauf vorbereiten, wie möchte ich mit meinen Mitarbeitern laden lassen, was muss ich eventuell laden zu Hause oder laden am Arbeitsplatz ermöglichen. Und da ist euer Angebot wirklich sehr passend. Aber jetzt schauen wir so ein bisschen auf die Gegenwart mit dem Q4 und freuen uns sehr. Aber wir haben ja gerade IAA in München und da stellen wir ja noch ein bisschen den Blick Richtung 2025, 2026 vor. Ich würde dich einladen, dass wir uns das vielleicht auch noch anschauen. Das ist eine gute Idee, Andreas. Lass uns losgehen.